Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie WooCommerce installieren. Das heißt, Sie rufen FileZilla auf, gehen auf Ihren Server, suchen sich da den Ordner Plugins von WordPress auf, suchen dann auf Ihrem Rechner die Datei für WooCommerce 2.0. Und laden dann entsprechend dieses WooCommerce in Ihren Ordner von WordPress in die Datei Plugins. Mit WordPress haben Sie heutzutage die Möglichkeit, über dieses Plugin einen wirklich gut funktionierenden Shop einzurichten. Der Vorzug dieses Shops ist, dass Sie mit Attributen, das heißt Varianten, arbeiten können. Sie können also einen Download-Shop einrichten, wo Sie virtuelle Güter anbieten können, die Sie dann auch in mehreren Varianten einrichten können. In einem anderen Video zeige ich Ihnen dann, wie das mit den Varianten funktioniert. So, jetzt gehen Sie in WordPress auf Plugins, gehen auf Installieren. Da sehen Sie schon das WooCommerce, gehen auf Aktivieren, WooCommerce Seiten installieren. Sie wählen als Base Location, also als Station, als Land Deutschland aus, dann entsprechend den Euro und speichern dies ab. Dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten, hier den Shop einzurichten, die Seiten zu ändern, eine Lagerverwaltung zu machen, die Mehrwertsteuer mit oder ohne Mehrwertsteuer, Versandoptionen einzustellen, verschiedene Zahlungsarten, Überweisung oder PayPal und E-Mails, eine Integration von Google Analytics, und dann können Sie entsprechend die Seite aufrufen und sehen dann, dass Sie hier verschiedene Buttons haben, mein Konto, den Shop, Warenkorb, Kasse, und können natürlich da entsprechend Daten hinterlegen bzw. Schrift hinterlegen. In meinem weiteren Video zeige ich Ihnen dann, wie Sie dann das Ganze auf Deutsch umstellen können, auch rechtskonform. Ja, viel Spaß und Erfolg mit WooCommerce.